Ein weiterer turbulenter Tag geht zu Ende. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den ORF3 Sommernachgesprächen. In den kommenden 45 Minuten wollen wir uns noch einmal anhören, darüber sprechen, was SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner über ihre Vorstellungen, wie es mit Österreich weitergehen soll, gesagt hat. Vor allem natürlich auch ihre Aussagen zur Energiepolitik. Und zwar mit folgenden Gästen. Heinz Fischer, der ehemalige Bundespräsident, ist bei uns. Karin Leitner, die Innenpolitikredakteurin der Tiroler Tageszeitung. Für den Blick von außen ist Kurier-Kolumnist Guido Tartarotti zuständig. Hallo. Für die politische Analyse auch heute wieder ORF3 Innenpolitikredakteurin Raffaela Singer. Guten Abend. Und heute besonders wichtig begrüße ich zur wirtschaftspolitischen Analyse den Präsidenten des IHS, Professor Klaus Neusser. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Frau Leitner, die SPÖ-Bundesparteivorsitzende hat sich ihr Sommergespräch heuer vermutlich ein bisschen anders vorgestellt. Die SPÖ liegt in den Umfragen derzeit auf Platz 1. Trotzdem galt weniger Zeit eigentlich im Sommergespräch jetzt ihren Plänen, wie sie Österreich gedenkt umzugestalten, welche Pläne sie für Österreich hat. Sie musste über weite Strecken als Verteidigerin von Bürgermeister Ludwig in der Causa Wienenergie auftreten, konnte und wollte man ihr das in der Partei nicht ersparen, indem der Bürgermeister vielleicht schon früher etwas dazu gesagt hätte? Ich glaube, Rendi-Wagner hat sich das wirklich so nicht vorgestellt. Als sie das gestern Abend gehört hat, hat sie sich wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott. Und es ist da in der Krisenkommunikation vieles schiefgelaufen. Natürlich hätte die Stadt Wien, natürlich hätte der Bürgermeister heute in der Früh schon etwas sagen müssen oder der Herr Hanke, weil man kann das nicht den ganzen Tag dahin wabern lassen. Was die SPÖ gemacht hat, sie hat den politischen Widersachern die Bühne gegeben, die Deutungshoheit zu diesem ganzen Thema. Man kannte viele Fakten nicht, aber alle bliesen verbal aus allen Rohren sozusagen. Und für Rendi-Wagner war das natürlich heute eine Bürde, da dazu Stellung nehmen zu müssen. Sie haben es gesagt, der Bürgermeister hat nichts gesagt. Bis heute, Raffaela Singer, hat er nichts gesagt. Bis heute Abend, wer etwas gesagt hat, ist der Wiener Finanzstadtrat Hanke, auch vorhin in der ZIB2. Er hat offenbar den Bund am Freitag darüber informiert, dass es ein eklatantes Finanzierungsproblem bei der Wienenergie gibt. Das ist allerdings am Sonntag medial so durchgesickert, gesagt hat den ganzen Abend über und auch den ganzen Tag heute über niemand etwas, weder von der Wienenergie noch von der Stadt Wien. Wenn man in einer derart brenzligen Situation ist, sollte man dann nicht mehr in die Offensive gehen? Ja, also ich sehe das genauso wie die Kollegin Karin Leitner. Also ich finde natürlich in so einer Situation mit einem Finanzbedarf offensichtlich von bis zu 10 Milliarden Euro muss natürlich der Wiener Bürgermeister kommunizieren, weil das alleine, wenn man sich bedenkt, dass das Jahresbudget der Stadt Wien 16 Milliarden ist, ist das deutlich mehr als die Hälfte des ganzen Wiener Jahresbudgets. Und dazu sagen, na, das ist im Ressort des Finanzstaatsrats, das ist ganz sicher zu wenig. Und da geht es nicht nur um die Kommunikation nach außen, mit der Öffentlichkeit, mit den Medien, auch mit den Kunden der Wienenergie, sondern natürlich auch nach innen, weil wenn da zweimal 700 Millionen Euro zugeschossen worden sind von der Stadt Wien schon in den letzten Wochen und Monaten, aber nicht einmal der Koalitionspartner davon gewusst hat, auch nicht der Gemeinderat davon gewusst hat, dann finde ich das schon fragwürdig und ist sehr intransparent. Also ich glaube, wichtig ist, dass jetzt mal wirklich die konkreten Zahlen auf den Tisch gelegt werden. Herr Dr. Fischer, Sie sind Bürger der Stadt Wien, Sie sind ehemaliger SPÖ-Politiker, haben natürlich Sympathie für die Parteivorsitzende, aber haben Sie sich das nicht auch ein bisschen anders vorgestellt, mehr Antworten von Ihrer Partei zu hören in einer Frage, die doch sehr viele Menschen in dieser Stadt und auch im Land sehr beunruhigt? Also erstens, weil Sie von Sympathie zur Parteivorsitzenden sprechen. Ja, ich habe diese Sympathie. Ich finde, sie ist eine tolle Frau. Sie hat in den letzten 2, 3 Jahren enorm viel dazugelernt. Sie ist heute wirklich ein Profi und sie ist belastbar. Und vielleicht können wir über die Qualitäten von Rendi-Wagner, die wirklich viel auch aushalten musste, noch sprechen. Was das Thema selber betrifft, das Sie jetzt angeschnitten haben, ich betrachte mich nicht als Energieexperte oder als Energiefinanzierungsexperte, aber ich würde dieses große Problem nicht in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der medialen
Darstellung und Abhandeln und wer wann ins Fernsehen hätte gehen sollen sehen, sondern ich glaube, man muss das inhaltlich sehen. Das ist ein großer Brocken, der da zu lösen ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Stadt Wien und die Bundesregierung und vielleicht auch andere potenziell betroffene Institutionen, Bundesländer, da jetzt eng kooperieren, die notwendigen Entscheidungen treffen, rasch, aber nicht hektisch. Und wie man das dann kommuniziert und wer dann am besten glänzt mit öffentlichen Erklärungen, das ist meines Erachtens bei so einem wichtigen Thema nur die zweitwichtigste Frage. Das Glänzen ist das eine, aber natürlich stellt sich die Frage, ob man in einer Situation, wenn man am Sonntagabend hört, der Energieversorger, der größte Energieversorger in Wien ist in einer wirklich großen Krise. Dem fehlen, wie wir hören, heute 6 Milliarden Euro. Dann kam der politische Mitbewerber, hat gesagt, eigentlich ist die Wien Energie pleite. Also sollte in einer solchen Situation nicht eine Führungskraft der SPÖ, Wien wird von der SPÖ maßgeblich geführt, kommen und sagen, liebe Wienerinnen, liebe Wiener, macht euch keine Sorgen. Oder muss man es andersrum interpretieren, dass man sich eben schon Sorgen machen muss? Also die Worte, dass die Kunden nicht gefährdet sind oder dass hier keine Katastrophe in Bezug auf die Versorgungssicherheit eintritt, das hat ja der zuständige Finanzstadtrat mit aller Deutlichkeit gesagt. Und ich bin sicher, dass in weiterer Folge, vor allem wenn dann morgen Nägel mit Köpfen gemacht wurden im Gespräch mit dem Finanzminister, wo man dann konkret auch schon Auskunft geben kann, dass dann auch der Bürgermeister den Zeitpunkt suchen und finden wird, wo er als Stadtoberhaupt zu der Frage Stellung nimmt. Herr Dadrotti, wie sehen Sie es? Eine schwierige Situation, zweifellos. Kann man in dieser Situation gut kommunizieren oder ist das so schwierig, dass man einfach Raum lassen muss für Spekulation? Na, natürlich kann man gut kommunizieren, indem man ganz offen darüber redet. Also ich bin jetzt der Vierte, der hier Stellung nimmt dazu, aber dass der Wiener Bürgermeister nichts gesagt hat, ist aus meiner Sicht vollkommen unverständlich und politisch ein schwerer Fehler. Ich bin selber Wien-Energie-Kunde. Ich bin zwar kein Wiener, sondern Niederösterreicher, aber trotzdem bei Wien-Energie. Ich habe vor etwa einer Woche einen Schrieb von der Wien-Energie gekriegt, dass sich mein Strompreis annähernd verdreifacht. Ich würde jetzt gern wissen, kriege ich ganz banal gesagt, fließt morgen noch Strom aus meiner Steckdose und was wird mich das kosten? Er wird sicher morgen noch fließen. Ich glaube auch, Herr Dr. Fischer, aber ich wohne in einem Wohnblock mit mehreren tausend Einwohnern und ich höre, was die Leute reden. Und die Menschen haben derzeit einfach ein einziges Thema, nämlich wie soll ich mir meine Strom- und meine Gasrechnung in Zukunft noch leisten können. Ich kann mir die Verdreifachung leisten, weil ich verdiene ganz gut. Aber es war ja auch schon die Rede von einer Versiebenfachung, einer Verzehnfachung, einer Vervierzehnfachung. Das können sich die Leute nicht mehr leisten und darauf erwarten sie eine Antwort. Und das ist mir in diesem Sommergespräch ein bisschen zu kurz gekommen. Ich hätte gerne von Pamela Rendi-Wagner, die ja in den Umfragen führt, erfahren, was denn sie als Bundeskanzlerin täte gegen die Teuerung. Wie hat sie es eingefangen? Frau Singer, haben Sie den Eindruck, sie hat Bürgermeister Ludwig gestärkt und konnte dieses Thema von sich wegspielen, erfolgreich wegspielen? Ich glaube, schwierig. Also ich glaube, sie hat es versucht natürlich, ihn zu entlasten, weil es kommen nie kritische Worte von Pamela Rendi-Wagner in Richtung Wien. Es ist egal, welches Thema das betrifft, ob es die Teuerung ist oder auch dieses Thema jetzt. Und natürlich muss sie es wegspielen und verweist auf die Stadt Wien. Aber es sind einfach momentan so viele Zahlen im Raum. Es ist einfach so viel unklar. Man weiß nicht, wie es da weitergehen wird. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass jetzt Transparenz in die Sache reinkommt. Wir reden gleich weiter über Kommunikation und über die Parteivorsitzende, aber jetzt reden wir mal über Energie. Inhaltlich sind eben sehr, sehr viele Fragen offen. Umso froher sind wir, ich habe schon gesagt, dass Sie heute wieder bei uns sind, Herr Professor Neusser, Präsident des IAS, noch einmal herzlich willkommen. Direktor, gut. Pardon. Ja, Herr Professor, die Wien Energie verfügt nach eigenen Angaben nicht mehr über ausreichend finanzielle Mittel, um die Menschen in Wien versorgen zu können, beziehungsweise den Abschluss von Geschäften zu tätigen. Was heißt das genau? Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, sozusagen von außen, ohne die Details zu kennen. Typisch ist, dass man in diesem Geschäft Termingeschäfte abwickelt, also insbesondere Geschäfte jetzt, was das dritte
das erste Quartal im nächsten Jahr betrifft, dass man, weil dort ist üblicherweise ein Engpass und dass man sich dort schon jetzt entsprechend mit Strom eindeckt für diese Zeit. Und das ist natürlich ein Spekulationsgeschäft, weil da ja sozusagen das in der Zukunft liegt. Wie das genau gemacht wurde, das kann ich natürlich nicht sagen, ohne Details zu kennen. Jetzt haben wir gehört, der akute Finanzierungsbedarf liegt ja bei 6 Milliarden Euro. Das ist eine wirklich sehr, sehr hohe Summe. Akuter Bedarf, heißt das, dass schon nächste Woche noch mehr Geld gebraucht werden könnte? Ja, wie viel insgesamt gebraucht wird, ist, glaube ich, unklar. Es geht um einen Rahmen, der einfach sicherstellt, dass eben die Geschäfte, die getätigt wurden oder die geplant zu tätigen, auch abgewickelt werden können. Sie müssen eben eine Kaution hinterlegen für gewisse Geschäfte, dass er sich eben dann, wenn Sie zum Beispiel sagen wollen, ich kaufe in 3 Monaten Strom ein um diesen Preis, so viel, müssen Sie auch beweisen können, dass Sie das Geld wirklich haben und eben dann eben auch eine Sicherheit hinterlegen, dass Sie sich dieses Geschäft auch leisten können. Jetzt hat Pamela Rendi-Wagner gesagt, das ist kein Wien-spezifisches Thema. Wie sie das begründet hat, hören wir uns an. Das, was hier in den letzten 48 Stunden am europäischen Strommarkt passiert ist. Und was jetzt mit der Wien Energie, die übrigens das größte energieerzeugende Unternehmen in Österreich ist und deswegen als erstes hier quasi die Alarmglocken läuten hat lassen, ist ja etwas, was jetzt nicht originär oder spezifisch ist für die Wien Energie, sondern es ist das Ergebnis eines Strommarktes, der einfach nicht mehr funktioniert in dieser Krise. Allein in den letzten Monaten hat sich der Preis europäisch um 1400% erhöht. Der Strompreis, 1400%. Ich habe zweimal hinschauen müssen auf diese Zahl. Das heißt, der Markt funktioniert nicht. Der ist außer Rand und Band und es kommt zu explodierenden Preisen. Und die Wien Energie, Sie glauben doch nicht, dass das das erste und letzte Unternehmen sein wird, das hier Finanzgarantien, und es sind Finanzgarantien, die Sie hier brauchen. Es sind deutsche Unternehmen, es sind Schweizer Unternehmen. Das ist das Ergebnis eines Merit-Order-Systems, des europäischen Preisbildungssystems für Strom, das jetzt in dieser Krise nicht funktioniert. Es könnten also noch andere Energieversorger folgen, sagt Rendi-Wagner. Sie hat keinen Namen genannt. Ist Ihnen etwas bekannt? Nein, mir ist nichts bekannt. Also wir können auf den anderen großen Player anschauen, dass der Verbund, der hat jetzt sehr hohe Gewinne gemacht. Also zum Beispiel da ist das Problem sicher nicht vorhanden. Und in Tirol, weil so habe ich Sie verstanden? Naja, es hängt ja damit zusammen, wie Sie Ihre Energie produzieren. Also Wien ist sehr stark abhängig von Gas und deshalb müssen Sie eben auch zukaufen und müssen eben auf dem Gasmarkt bzw. auf dem Strommarkt zukaufen oder verkaufen auch. Das war ja das Problem, das Verkaufen. Aber eben die anderen, Tirol oder Verbund, die haben eben mit den Erneuerbaren und Wasserkraft natürlich sind in einer ganz anderen, in einer komfortableren Situation. Sie können den billig produzierten Strom eigentlich dann günstig verkaufen. Eigentlich, sagt Rendi-Wagner, hätte man das alles vorhersehen können. Das war dann auch wieder ein bisschen ein Widerspruch. Ja. Hören wir mal, was sie da gesagt hat. Warum die Wien Energie? Sie ist das größte österreichische Stromerzeugungsunternehmen, das größte. Und sie hat auch einen Strommix, der sehr zu Lasten von Einkäufen, also sie sind abhängig von Stromeinkäufen in Europa, weil sie nur 10-15% selber produzieren, mit ein paar Gaskraftwerken, 2 in Wien. Das ist ein sehr kleiner Teil im Vergleich zu anderen Energie- und Stromerzeugern. War das ein strategischer Fehler? Deswegen war es natürlich klar, dass es das größte Unternehmen mit der größten Abhängigkeit von Stromkäufen als erstes trifft. Und darum haben wir ja gewarnt vor diesen Entwicklungen. Und die ist ja nicht unerwartet. Und glauben Sie wirklich, dass die Frau von der Leyen, ihres Zeichens Kommissionspräsidentin, heute von tiefgehenden strukturellen Veränderungen des europäischen Strommarktsystems gesprochen hat, wenn das ein alleiniges Wien-Energie-Problem wäre? Glauben Sie, dass der deutsche Bundeskanzler Scholz heute gesagt hat, wir brauchen hier eine Veränderung des Merit-Order-Systems, des Strompreisbildungssystems, wenn es alleine ein Wien-Energie-Thema ist? Nein, es geht ja gar nicht darum. Herr Lindner, Finanzminister aus Deutschland, sagt, das Merit-Order-System muss ausgesetzt werden, wenn es ein Energie-Problem ist. Das glauben wir nicht, aber viele Leute, viele Menschen in Österreich. War das alles vorhersehbar? Und wenn es vorhersehbar war, hätte man etwas dagegen tun können?
Also vorhersehbar ist es bei Börsen immer sehr schwierig, was zu sagen. Sag mal, was klar ist, dass es mit dem Gas ein Problem gibt. Ich glaube, das war seit Beginn des Krieges klar, dass es hier Probleme geben wird. Und nachdem eben das Merit-Order-System das Preisbildungssystem ist, war auch klar, dass es dann eben irgendwann auf den Strommarkt übergreifen wird. Wie stark und welchem Ausmaß, das kann man natürlich nicht wirklich vorhersagen, also wenn man vor 3 Monate zurückgeblendet hätte. Als wir gestern Abend das erste Mal davon gehört haben, dass es diese massiven Probleme gibt, da hat es dann auch recht schnell geheißen, die Wien Energie sei pleite. Das hat das Unternehmen umgehend dementiert. Nun eine Frage jetzt auch des Ausdrucks, wenn jemand 6 Milliarden Finanzierungsbedarf hat, ist er dann nicht zahlungsunfähig? Naja, Finanzierungsbedarf ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es geht hier in erster Linie mal um Garantien. Also das heißt, die können schlagend werden, müssen aber nicht schlagend werden. Also das ist, also sagen, ist nicht so, dass sie einfach zuschießen müssen, 6 Milliarden à fonds perdu. Das ist nicht der Fall. Also wenn das der Fall wäre, dann müssten wir uns wirklich sehr ernsthafte Sorgen machen. Aber natürlich Garantien sind Garantien und die können eben auch oder auch zum Teil schlagend werden. Dazu fehlt uns einfach jetzt das Detailwissen. Was würde denn passieren, wenn ein Energieversorger wirklich insolvent wäre? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Also das weiß ich jetzt nicht. Dazu kenne ich mich jetzt dazu wenig aus. Das ist Insolvenzrecht. Da wird ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Ich weiß auch nicht, was da mit den Verträgen, mit den Kunden passiert. Also da bin ich überfragt. Klar ist, morgen wird beim Finanzminister verhandelt. Wie soll der Staat denn nun eingreifen und was kann er tun? Na, er kann eben diese Kreditlinien, um die es geht, die kann er zur Verfügung stellen. Aber ich nehme an, dass der Finanzminister auch selber wieder Garantien fordern wird. Und da ist die Gemeinde Wien gefordert, eben auch irgendwie klarzumachen, wie sie gedenkt, eben, dass das nicht schlagend wird. Jetzt eine ganz grundsätzliche Frage, weil das ja dann schon auch ein Thema ist, das, mit dem, glaube ich, viele Österreicherinnen und Österreicher gar nicht so befasst sind. Energie wird in Europa an der Börse gehandelt. Warum eigentlich? Ja, der Energiemarkt ist ein internationaler Markt. Also es sind praktisch alle europäischen Länder und viele außereuropäische Länder beteiligt. Das geht also bis zur Türkei und die Ukraine ist auch daran angeschlossen. Und es ist eben so, dass es sehr große saisonale Unterschiede gibt und auch Wetterunterschiede. Also wir haben das im Sommer gesehen. Es gibt zum Beispiel Trockenheit auf einmal und die Flüsse führen nicht mehr so viel Wasser. Und dann haben auch die Laufkraftwerke ein Problem mit der Stromerzeugung oder es fällt die Kühlung für die Atomkraftwerke in Frankreich aus. Oder dann gibt es wieder vielleicht viel Wind und dann gibt es wieder viel Wind oder viel Solar. Das ist sehr volatil und deshalb muss man auch schauen, dass man das international ausgleichen kann. Also wenn die einen zu viel haben, dann exportieren sie es in ein anderes Land und das zu wenig hat und umgekehrt. Und das ist sehr wichtig, dass hier ein Ausgleich stattfindet. Ganz kurz zum Schluss noch, die Stimmung in Österreich ist ohnehin sehr aufgeheizt durch diese vielen Krisen und die Versuche, sie zu bewältigen. Wir haben nun im Zuge einer politischen Diskussion von der grünen Klubobfrau Maurer den Vorwurf gehört, die SPÖ sei schuld, wenn die Kinderzimmer kalt bleiben. Immerhin von der Partei, die Energieministerin stellt. Daher ganz konkret die Frage an Sie, wie hoch ist die Gefahr, dass im kommenden Winter in Österreich die Kinderzimmer kalt bleiben? Also die Gefahr sehe ich wirklich nicht. Also soweit ich das bis jetzt verstanden habe, ist der Plan so, dass also die Haushalte auf jeden Fall versorgt werden. Sozusagen die eventuell Schwierigkeiten wäre dann die Industrie oder eben im Gewerbe. Dort könnte es dann eben beim Gas zum Beispiel, könnte es da zu eben Rationierung oder etwas kommen. Aber bei den Haushalten sehe ich das. Die hätten immer Priorität. Eine gute Nachricht also zum Schluss. Herr Professor Neuser, Direktor des IAS, vielen Dank fürs Kommen sehr. Und für die Analyse. Ja, wir haben in den vergangenen Wochen von SPÖ-Politikerinnen und Politikern immer wieder gehört, die Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten. Nun erhöht die Stadt Wien die Gebühren für Wasser, Kanal und Müll. Kann man das verstehen? Ja, es ist ganz schwierig für die SPÖ, wenn sie die ganze Zeit kritisiert, was da alles nicht funktioniert, was die Regierung zu wenig tut. Und dann macht Wien genau das. Randy Wagner hat heute wirklich lange versucht zu erklären. Sie hat dann andere Städte genommen, sie hat Graz genannt, alle möglichen Städte, wo das alles viel schlimmer sei. Aber da braucht sie schon 5 bis 10 Minuten, um das zu argumentieren. Weil auf den ersten Blick, das wussten jetzt viele überhaupt nicht, hat man nur gehört, jetzt Fernwärme 92% plus in Wien oder so. Also da tut sich die SPÖ natürlich schwierig, weil hier Wien quasi die eigene Politik konterkariert. Auch Pamela Rendi-Wagner wurde auf ein mögliches Glaubwürdigkeitsproblem in dieser Frage angesprochen und wir hören jetzt ihre Antwort. Wenn Sie diese Frage auf ersten Blick einfach so betrachten,
ja, dann passt das natürlich nicht gut zusammen. Da gebe ich Ihnen schon recht. Aber ich glaube, es ist wichtig, einen zweiten Blick, wie so immer, auf die Frage zu werfen, die ja sehr als Symbolfrage diskutiert wird, nicht? So, das haben Sie jetzt auch ein bisschen so gemacht. Ne? Politik passt das ist ganz symbolisch? Oft symbolisch. Ja, da haben Sie recht. Und rein symbolisch betrachtet passt das nicht zusammen. Aber es lohnt sich schon ein zweiter Blick. Und der zweite Blick zeigt dann, dass die Entwicklungen in Wien und die Gebührenvergleiche mit anderen Landeshauptstädten hier doch ein ganz anderes Bild zeigen. Ganz anders, als es jetzt in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Und da sehe ich kein Glaubwürdigkeitsproblem. Kein Glaubwürdigkeitsproblem. Wir haben es mit mehreren Krisen gleichzeitig zu tun. Die SPÖ fordert von der Bundesregierung soziale Treffsicherheit ein, legt viele Pläne auf den Tisch. Einige wurden heute noch einmal wiederholt. Wie treffsicher ist sie denn selbst? Die SPÖ hat grundsätzlich 5 Punkte immer wieder präsentiert, wo man sagt, das sind die Maßnahmen gegen die Teuerung, die die SPÖ machen würde, wenn sie dann in der Regierung wäre. Und man muss sagen, 4 von diesen 5 Punkten sind de facto Gießkannenpolitik. Also da ist die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, ein Mietpreisdeckel, ein Deckel auf Energiepreise, ein Deckel auf Spritpreise. Und der größte Kritikpunkt, der immer wieder kommt am Antiteuerungspaket der Regierung von Seiten der SPÖ, ist immer wieder eben, dass auch Spitzenverdiener davon profitieren, dass es nur Einmalzahlungen sind und eben auch, dass die Preise nicht sinken, sondern dass die Preise eben sich nicht verändern durch diese Gutscheinpolitik. Aber eben genau dort, wo die SPÖ die Möglichkeit hätte, die Preise zu senken, macht sie es nicht eben bei der Stadt Wien. Und das ist natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem für die SPÖ. In diesen Zeiten der Krise, Herr Dr. Fischer, stoßen viele Menschen nicht nur in diesem Land an Grenzen. Sie sind orientierungslos, finden keine Antworten. In der österreichischen Politik beschäftigt man sich sehr viel mit Klein-Klein, mit Hickhack. Was sind denn aus Ihrer Sicht mögliche große Antworten, die eine sozialdemokratische Partei geben könnte auf diese Krise? Das sind die Antworten, die Pamela Rendi-Wagner sehr präzise und sehr gut elaboriert in ihrer Rede auf dem Parteitag gegeben hat, wo sie die Frage der sozialen Symmetrie angesprochen hat, wo sie die Frage des Wohnens angesprochen hat, wo sie auch die außenpolitischen Konzepte angesprochen hat. Das sind große Themen. Das Umweltthema darf man auf gar keinen Fall vergessen. Also ich glaube, diese Pflöcke, diese Grundsätze sind unbestritten, sind klar und werden von Pamela Rendi-Wagner sehr, sehr gut formuliert. Sie ist ja eine gute Formuliererin. Und zu dem anderen Thema, ja, natürlich, es ist unangenehm, es ist unpopulär, bestimmte Tarife zu erhöhen als Stadt, wo das dann gleich ins Parteipolitische übertragen wird. Aber andererseits, eine Stadt, die sagt, aus Gründen der Optik und damit ich mir im Streit der Meinungen keine Blöße gebe, lasse ich die Tarife unverändert und riskiere dann ökonomische Probleme, riskiere, dass Stadtwerke Defizite ausweisen, das ist ja auch keine mutige Politik. Also wenn wir Preislawinen haben, wie wir sie jetzt haben, dann werden sich manche Tariferhöhungen nicht vermeiden lassen. Und bei ganz zentralen Fragen, Energie, Treibstoff, da ist halt wirklich die Frage, ob ein Deckel, zumindest vorübergehend, nicht eine sinnvolle Maßnahme ist. Wobei ich das Argument schon ernst nehme, dass dann womöglich Teile dieser Energie woanders hin verkauft werden, wenn sie in Österreich, Anführungszeichen, zu billig angeboten wird. Aber der Deckel würde eben alle treffen. Ne? Vom Deckel profitieren Sie genauso wie eine Alleinerzieherin mit 3 Kindern. Ja, aber der Deckel ist dafür leichter zu handhaben und der Deckel stellt ja nur den Zustand her, der bisher bestanden hat. Wenn der Benzinpreis sich um 50% erhöht und ich schaue, dass ich diese Erhöhung wieder rückgängig mache, dann mache ich ja keine soziale Ungerechtigkeit, sondern ich stelle wieder den Standpunkt und den Zustand her, wie er vor dieser
schrecklichen Krise bestanden hat. Ich hänge noch eine Frage an zu der Stimmung und zum Hickhack in der österreichischen Politik. Sie waren viele, viele Jahre Nationalratspräsident, Sie waren 12 Jahre Bundespräsident. Sie sind also gewohnt, Politikerinnen und Politiker zur Ordnung zu rufen. Wäre Ihnen in dieser Zeit auch manchmal danach so, einmal spontan? Es wäre mir nicht danach, weil es ist ja nicht lustig, jemanden zur Ordnung zu rufen. Aber es fallen mir Fälle ein, wo das einfach notwendig wäre. Welche denn? Welche? Naja, da werden manchmal Kraftausdrücke verwendet, da werden Beschimpfungen formuliert. Es geht nicht immer sehr fein zu. Und mich stört nicht ein eher spontaner Kraftausdruck. Da hat es den Gewerkschafter Ulbricht gegeben, da hat einen Sozialdemokrat, da hat selbst der Wittheim und die ÖVP gelacht, wenn er wieder einen seiner Kraftausdrücke losgelassen hat. Aber manches klingt so beleidigend und feindselig und wie wenn es zwischen den politischen Parteien wirkliche Mauern gäbe und tiefe Gräben gäbe. Und das ist nicht gut. Das muss den Handelnden bewusst sein. Das bringt ihnen nichts, das schadet ihnen und das schadet auch dem Ansehen der Politik, finde ich. Woher kommt denn das, Herr Tatarotti? Ist das Panikmodus oder hat sich das halt jetzt einmal so eingegraben? Das ist eine gute Frage. Ich bin kein Politologe, aber so in der Beobachtung habe ich den Eindruck, dass der Ton in der Politik und so auf der ganzen Welt in den vergangenen Jahren immer schärfer geworden ist. Ich glaube, dass das vor allem wirklich verheerend ist für das Bild, das die Politik bei den Menschen hat. Wir sitzen ja da so und diskutieren so ein bisschen abgehoben. Wir kennen uns alle gut aus und sind politische Journalisten. Ich rede halt viel mit den Leuten, weil ich, wie gesagt, in einem großen Wohnblock wohne und da kriegst du Sachen zu hören, wenn du die Politik ansprichst, die sind, kann ich ja nicht wiedergeben. Ja, es bleibt dann bei den Leuten über, sind alles Verbrecher, sind alles Gauner. Ich habe das schon in der Sendung mit dem Herrn Kogler gesagt. Ich würde irrsinnig gerne mal erleben, dass ein Oppositionspolitiker oder eine Oppositionspolitikerin sagt, das, was die Regierung da vorschlägt, ist gescheit. Das finden wir gut. Und umgekehrt, dass jemand von der Regierung einmal sagt, die Opposition, ja, das ist ein guter Vorschlag, den greifen wir auf. Also vielleicht stimmt es ja gar nicht. Vielleicht ist es ja nur ein Bild, das nach außen gemacht wird. Weil Sie Kraftausdrücke angesprochen haben, Herr Präsident. Der Michel Häupl hat die wildesten Sprüche von sich gegeben. Trotzdem hat man bei ihm immer das Gefühl gehabt, er kann mit den anderen gut. Es ist ein Blinzler dabei. Ja, und man wusste immer, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen eine nostalgische Vorstellung, aber man wusste, er trifft sich dann mit dem Herrn Bröll auf ein Glas oder zwei oder drei und dann werden sie sich schon wieder vertragen. Diesen Eindruck hat man momentan überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Kommen wir wieder zur Parteivorsitzenden. Sie hat dieses Amt jetzt vor 4 Jahren mittlerweile, fast 4 Jahren, von Christian Kern übernommen. Relativ spontan, muss man sagen. Und sie hat von Anfang an viel, viel Gegenwind geerntet. Es gibt so Wellen. Manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ist es ein bisschen weniger. In letzter Zeit vielleicht wieder ein bisschen weniger. Dennoch, wer hat denn in der SPÖ derzeit wirklich das Sagen? Ich denke schon, dass sie jetzt das Sagen hat, denn sie hat auf Ihrer Seite momentan etwas, das es vorher nicht gab, nämlich gute Umfragewerte. Also die SPÖ lag ja ganz schlecht, sie liegt jetzt laut Umfragen auch viel besser als bei der letzten Wahl. Das heißt nicht, dass sie jetzt die allermächtigste Parteichefin plötzlich wäre, aber die Kritiker wie Doskozil und so tun sich natürlich schwerer, jetzt zu sagen, sie ist die Falsche, sie ist keine Spitzenkandidatin, sie kann das alles nicht, weil sie kann dann immer sagen, liebe Freunde, schaut her, wir liegen besser als zuvor. Also das gibt ihr jetzt eine gewisse Stärke, auch wenn diese Stärke in den Umfragen ja auch die Schwäche der ÖVP natürlich und anderer Parteien ist, wegen der ganzen Skandale. Also so zu tun, als wäre das nur der Erfolg von Pamela Rendi-Wagner oder der SPÖ, das stimmt natürlich nicht. Das ist auch sehr viel, sind die Probleme der ÖVP. Aber ich glaube, der Herr Doskozil, ja, man hört immer wieder ein bisschen was, aber momentan ist er ein bisschen ruhiger. Dr. Fischer, das ist eine Sache, weil Doskozil der Name jetzt wieder gefallen ist, die mich schon ein bisschen verwundert hat. Die SPÖ liegt in den Umfragen auf Platz 1 und Hans-Peter Doskozil wird gefragt, da sind Sie jetzt zufrieden, jetzt liegt die SPÖ auf Platz 1 und er sagt, naja, das ist deshalb, weil die ÖVP so schlecht dasteht. Also ich meine, sie hat es schon auch schwer, oder? Erstens hat es jeder Parteivorsitzende schwer und vielleicht hat es die
Randy Wagner immer noch als Frau besonders schwer. Und darum freue ich mich auch, dass ersichtlich ist, dass sie heute ganz anders dasteht als vor 3 Jahren oder so, weil sie wirklich viel eingesteckt hat, viel geschluckt hat, aber nicht den Mut verloren hat, ihren Weg gegangen ist und jetzt ernten kann. Und das Zweite ist, ob sie gut dasteht, weil die anderen so schlecht sind, oder ob sie selber so gut sind, das lässt sich ja nie feststellen. Das kommt mir so vor, wie wenn 2 Fußballmannschaften spielen, Barcelona gegen Bayern München, und wenn Bayern München gewinnt, sagt man, weil Barcelona so schlecht war, und wenn Barcelona gewinnt, sagt man, weil Bayern so schlecht war. Also sie ist schon auch gut. Das ist nicht nur die Schwäche der ÖVP. Sie hat ihre Energie und sie hat ihre Durchsetzungsfähigkeit. Und dass außerdem die ÖVP momentan nicht in Höchstform ist, das stimmt schon. Aber vielleicht hängt das auch wieder indirekt damit zusammen, dass man die Pamela Rendi-Wagner unterschätzt hat und gesagt hat, die blasen wir weg. Und auf einmal hat sich herausgestellt, keineswegs, die geht ihren Weg. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf die Bemerkung des Herrn Landeshauptmanns Doskozil. Sie haben heftig genickt, als Dr. Fischer gesagt hat, als Frau hat sie schwerer. Ja. Dass sie, also, es geht ja schlechter in der Partei, weil sie eine Frau ist, würden Sie sagen? Ich glaube nicht, ich habe nicht den Einblick in die SPÖ, wie es der Herr Präsident Fischer hat. Aber wie gesagt, ich höre viel, was die Leute reden, plaudere auch gern mit den Leuten. Und man hört halt sehr oft, sie ist eh lieb, aber halt, naja, und dann... Aber sie ist nicht nur lieb, sie nein, das ist ich, lieb, aber nicht ich glaube, nur. Ich glaube das ja nicht, ich gebe nur wieder, was ich höre. Was da immer mitschwingt, ist, sie ist heute eine Frau. Und das ist, ich finde das ganz furchtbar, aber wir leben ja immer noch in einem Land, wo man mit einem Scherzlein über das Einparkvermögen von Frauen ganze Stammtische in den Zustand milder Verzückung versetzen kann. Und da hat es eine Politikerin, die den Führungsanspruch stellt, schwer. Ich glaube, wir müssen mal dringend mit der Kamera in Ihren Wohnblock kommen, denke ja, ich mir. Ja, das wäre interessant. Könnt ihr vieles sehen. Welcher Bezirk ist das? Ich wohne nicht in Wien, in Bezirk Mödling. Mödling. Fahren wir mal alle nach Mödling. Gegend. Ja, ist es auch. Ich bin gerne dort. Nehmen wir ein inhaltliches Beispiel, Raffaella Singer, ein Thema, das in der SPÖ lange schon diskutiert wird, über viele Jahrzehnte eigentlich keine einhellige Position, das Thema Asyl. Und hören wir uns an, was Pamela Rendi-Wagner heute zum Thema Asyl gesagt hat. Irgendwie ist das schon alles auffällig. Ich meine, fällt Ihnen das nicht auf in den letzten Jahren? Immer wenn es der ÖVP irgendwie schlecht geht, wenn die Umfragen der Regierung schlechter werden oder wichtige Landtagswahlen wie jetzt Tirol in Niederösterreich anstehen, die sind für die ÖVP extrem wichtig, dann holt die ÖVP einfach immer dasselbe Thema aus dem Hut. Und das ist in dem Fall natürlich das Migrations- und Asylthema. Das war ganz interessant, weil die Frage ging gar nicht in Richtung ÖVP, sondern ganz generell auf Migration, Asyl und natürlich auch den burgenländischen Landeshauptmann. Eine Möglichkeit, wie man das Thema und diese Frage umschifft. Aber wie schaut wirklich die Positionierung der SPÖ in dieser Frage aus? Naja, die SPÖ streitet sich ja seit Jahren, wenn nicht schon Jahrzehnten, um eine einheitliche Asyl- und Migrationslinie. Und da sollten mal der rechte Flügel, also unter Anführungszeichen rechte Flügel, Hans-Peter Doskozil, und der linke Flügel, Peter Kaiser, der Kärntner Landeshauptmann, eine Linie ausarbeiten. Das haben sie dann auch gemacht. Nur die Streitereien sind danach weitergegangen. Also das hat die SPÖ nicht auf eine Linie gebracht. Und ich glaube, das, was Pamela Rendi-Wagner heute auch versucht hat und was wahrscheinlich aus strategischer Sicht der SPÖ auch richtig ist, versuchen einfach dieses Thema nicht hochzuspielen, weil die SPÖ kann nichts gewinnen von diesem Thema. Sie wissen, dass dieses Thema vor allem auf das Konto von FPÖ und ÖVP einzahlt, auch weil natürlich die SPÖ keine Linie hat. Und das andere ist natürlich auch, dass die SPÖ weiß, dass als linke Partei, wenn man progressive Asyl- und Migrationspolitik macht, in Österreich keine Wahlen zu gewinnen sind. Und aus dieser Hinsicht ist es nur richtig, dieses Thema nicht hochzuziehen. Apropos Wahlen gewinnen. Pamela Rendi-Wagner will Neuwahlen. Sie sagt, das Land braucht Neuwahlen. Wir haben vor 3 Wochen die Chefin der NEOS gehört. Die sagt genau das Gegenteil. Österreich braucht jetzt keine Neuwahlen. Wie Pamela Rendi-Wagner ihre Position begründet, hören wir uns gemeinsam an. Grundsätzlich ist es natürlich nicht wünschenswert, dass man in Zeiten der Krise hier eine Instabilität hat, dass man Neuwahlen hier in einem Land hat.
Das ist nicht wünschenswert. Insofern wünsche ich es mir auch nicht. Aber wenn ich mir auf der anderen Seite anschaue, die Bundesregierung, den Reformstau, wie wichtige Projekte nicht umgesetzt werden im Bereich der Energiewende, wie nicht die richtigen Maßnahmen seit Monaten im Kampf gegen die Teuerung gesetzt werden, wie diese Koalition aus Grün und Türkis mehr als instabil ist und zerfällt und eigentlich die Politik nur mehr mit Zurufen aus den Bundesländern bestimmt wird. Herr Tadrotti, was sagen denn die Menschen in Ihrem Wohnblock? Wollen die wählen oder eher nicht? Kommt davon, wem man fragt. Es liegt natürlich jetzt, die Verführung liegt nahe zu sagen, wählen wir neu. Das sagen die Leute ja meistens. Also, wenn die Leute mit der Regierung nicht zufrieden sind, und die Leute sind ja mit der Regierung immer nicht zufrieden, dann sagen sie, wählen wir neu, da wird alles besser. Und natürlich liegt jetzt auch die Verführung nahe, vielleicht auch von vielen auf Twitter zum Beispiel, zu sagen, wählen wir neu, dann kommt eh die Ampel. Ja, ist interessant. Stell mir auch eine Ampelregierung spannend vor. Ich stelle mir auf der anderen Seite dann aber vor, was monatelanger Wahlkampf mitten in schweren Krisenzeiten bedeutet. Und wir wissen, wie Wahlkämpfe in Österreich ausschauen. Das ist kein schönes Schauspiel. Weiß ich gar nicht, ob das so eine gute Idee wäre und ob die Leute sich dann so freuen würden, wenn es tatsächlich Neuwahlen gäbe. Was würde das denn bedeuten, so ein Wahlkampf, vielleicht nicht jetzt sofort, aber im Laufe dieses Jahres noch, wenn es sowas gäbe in einer Krisenzeit, wie würde das Ihrer Meinung nach ausschauen? Es ist schwierig und ich glaube, da tut sich Randy Wagner auch in der Argumentation schwer. Auf der einen Seite zu sagen, nichts geht weiter in der Regierung, alles geht nicht schnell genug, morgen muss was passieren, jeder Tag zählt, und gleichzeitig aber zu sagen, gehen wir wählen. Da bin ich ganz deiner Meinung, dass das in so einer Zeit wirklich ein High Risk wäre. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute eine große Freude hätten. Jetzt haben wir auch von der Tonalität gesprochen im Parlament und überall. Also ich möchte mir nicht vorstellen, was da jetzt los wäre, auch die Kosten. Dann würden auch viele sagen, na bitte, wir brauchen jeden Cent, jetzt macht es einen Wahlkampf, jetzt haut euch nur gegenseitig quasi eine rein. Also ich glaube, das wäre keine gute Idee bei aller Kritik, aber vielleicht mehr Druck auf die Regierung da machen. Aber jetzt in eine Wahl zu gehen, wäre verantwortungslos. Also ich bin da ganz anderer Meinung. Für mich ist eine demokratische Wahl in einer gefestigten Demokratie, ob das jetzt eine Bundespräsidentenwahl ist, eine Nationalratswahl oder eine Wahl in Niederösterreich, ein selbstverständlicher, zu allen Jahreszeiten möglicher Vorgang. Wir werden uns doch nicht anfangen, vor Wahlen zu fürchten. Aber auf der anderen Seite, die Verfassung sagt, die Legislaturperiode dauert 5 Jahre. Und solange der Nationalrat nicht vorzeitig aufgelöst wird, sind diese 5 Jahre abzuarbeiten. Und dann haben Wahlen stattzufinden, ja, egal welche innenpolitische Situation ist. Ausnahmen: Erstens, der Nationalrat kann sich selbst auflösen mit Mehrheit. Zweitens, der Bundespräsident kann den Nationalrat auflösen, wenn es die Regierung ihm vorschlägt und beantragt. Es ist nicht anzunehmen, dass die Regierung jetzt Neuwahlen vorschlägt. Das wird sie nicht tun. Es ist auch nicht anzunehmen, dass der Nationalrat mit Mehrheit seine Auflösung beschließt, wenn nicht irgendetwas ganz heute Unvorsehbares passiert. Aber wenn dann Wahlen stattfinden, dann sind die zu akzeptieren und haben die korrekt durchgeführt zu werden, ob das im Jahr 22 oder 23 oder 25 und im März oder im Juni ist. Und niemand kommt auf die Idee zu sagen, Jesus, jetzt haben wir Präsidentenwahlen, wer weiß, was da passieren kann. Die werden stattfinden. Und die Nationalratswahlen finden statt, wenn entweder die 5 Jahre abgelaufen sind oder der Nationalrat sich selbst aufgelöst, also die Legislaturperiode beendet hat, oder Bundespräsident, Bundesregierung. So einfach. Da hat jetzt ganz stark der Verfassungsjurist Heinz Fischer gesprochen. Was sagt denn der Staatsbürger Heinz Fischer und was sagt der ehemalige Bundespräsident? Wünschen Sie sich Neuwahlen in dieser Situation? Eigentlich würde ich das nicht explizit so formulieren, dass ich mir Neuwahlen wünsche. Ich kann mir eine bessere Konstellation in der Regierung vorstellen, als sie heute existiert. Aber das heißt nicht, dass ich mir Neuwahlen wünsche. Ich war Clubobmann in einer Zeit, Kreisky, wo
gewählt wurde 71, dann fast auf den Tag genau im Oktober 75 wieder gewählt wurde, dann wieder im Jahr 79 gewählt wurde und dann im Jahr 83 gewählt wurde. Und dazwischen hat die ÖVP immer gesagt, wir brauchen Neuwahlen, wir brauchen Neuwahlen, die Regierung bringt nichts zusammen. Und trotzdem hat der Bundeskanzler Kreisky gesagt, die 4 Jahre, die ich quasi eingeräumt bekomme durch die Verfassung, die 4 Jahre werde ich mein Bestes tun. Und wenn der Herr Nehammer sagt, der Herr Bundeskanzler, ich will die 5 Jahre, die es inzwischen geworden sind, durcharbeiten und ich fühle mich dazu in der Lage und ich habe die Unterstützung einer Mehrheit des Nationalrats, dann sind die 5 Jahre unbestreitbar. Aber der Kreis gehört in eine Alleinregierung, der hat das ein bisschen leichter. Ja, aber der Nehammer hat es schwerer, aber ÖVP plus Grüne haben halt auch mehr als 50% der Nationalratsmandate, obwohl sie wahrscheinlich nach Umfragen momentan nicht mehr als 50% der Wählerstimmen haben. Was ganz interessant ist, ist, dass in den Umfragen jetzt plötzlich eine Regierungskonstellation on top ist, die eigentlich nie bis jetzt ein Thema war, nämlich die sogenannte Ampel, die es ja auch in Deutschland gibt. Also eine mögliche Zusammenarbeit zwischen SPÖ, Grünen und den Neos. 20% angeblich wollen diese Regierungsform. Ist das deshalb, wenn man sagt, das andere hat uns alles nicht gefallen, probieren wir mal was ganz anderes? Oder glauben Sie, ist das ideologisch tatsächlich etwas, was mehrheitsfähig ist in Österreich? Naja, Österreich ist ja bekannt dafür, tendenziell eher rechts zu wählen als links. Also es wäre tatsächlich die erste linke Regierung in Österreich seit Bruno Kreisky vor 40 Jahren. Also da muss man sich tatsächlich anschauen, was in 2 Jahren, das hat Pamela Rendi-Wagner ja heute auch selber gesagt, wie es dann ist, wenn man tatsächlich wählt, wie die Umfragen und eben das Nationalratswahlergebnis dann am Ende tatsächlich aussieht. Aber ja, also es scheinen sich auch viele in der SPÖ offensichtlich tatsächlich so eine Ampelkoalition zu wünschen. Das ist teilweise wohl auch ein bisschen verständlich, weil die ÖVP die SPÖ jetzt 2 Mal auf die Oppositionsbank geschickt hat, einmal mit der FPÖ und einmal mit den Grünen regiert hat. Also da ist vielleicht der Wunsch auch innerhalb der SPÖ, das auch mal so zu machen. Und ich glaube, natürlich wäre das für viele auch ein spannendes Projekt, weil natürlich muss man sich mit Neos und Grünen zusammenstreiten, muss man sich auch mit der ÖVP, und da gibt es natürlich Reibungspunkte, und da wird man sich wie in allen Koalitionsparteien halt auf jene Punkte konzentrieren müssen, wo man sich halt findet. Erstaunlich auch der Ton zwischen Grünen und SPÖ in letzter Zeit. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Sigi Maurer, die Klubobfrau der Grünen, hat gesagt, die SPÖ sei schuld, wenn sie in den Kinderzimmern kalt wird. Und darauf hat Pamela Rendi-Wagner heute im Sommergespräch reagiert. Da kann ich ja nur lachen, weil von den Grünen habe ich da fast nichts anderes erwartet, weil diese Bundesregierung ja eigentlich die SPÖ für alles schon verantwortlich macht. Wahrscheinlich ist die SPÖ auch verantwortlich, dass die Teuerungsmaßnahmen nicht wirksam sind. Sie haben jetzt nicht mitgestimmt, das verzögert sich. Ja, aber wahrscheinlich sind wir auch verantwortlich für 15 Ministerwechsel oder für 3 Kanzlerwechsel. Sind die Grünen, oder dass ein Reformstau... Naja, aber insgesamt tragen Sie ja alles mit, Herr Pötzelsberger, und auch 15 Ministerwechsel. Ja, ja. Ja, die Grünen fleißig mitgetragen, also die sind da schon mit in die Verantwortung zu nehmen. Also wenn es nach der Bundesregierung geht, ist die SPÖ für alles, was schief geht in diesem Land, verantwortlich. Also diese Argumentation, die Grünen hier auf den Tisch legen, die ist ja an Verzweiflung und Absurdität gar nicht zu überbieten. Sehr kuschelig klingt das nicht. Nein, aber das ist ganz klar. Die Grünen sind jetzt in der Regierung, die SPÖ ist in Opposition. Es gab nie Liebesheiraten in Regierungen und man haut sich dann auch vor einer Wahl alles Mögliche an den Kopf. Wir erinnern uns an den Herrn Kogler mit der Schnöseltruppe bei den Türkisen. Also das darf man alles nicht so eng sehen, weil wenn es dann um die Macht geht oder um Programme geht, ich will ja gar nicht Machtstreben unterstellen, dann findet man einander dann wieder, und das ist jetzt alles dann nicht so heiß gegessen wie gekocht. Aber das hat auch objektive Ursachen, weil in den Jahrzehnten nach 1945 hat es lange Perioden gegeben, wo die beiden größten Parteien zusammen mehr als 90% der Stimmen gehabt haben. Da wäre eine Dreiparteienregierung schon eine Allparteienregierung ohne jede Opposition gewesen. Da war es logisch, dass es bei absoluter Mehrheit eine Partei, bei relativer Mehrheit 2 Parteien waren.
Jetzt haben wir 5 Parteien im Parlament und manche sagen, es könnte theoretisch sein, dass nächstes Mal 6 Parteien sind. Da ist die Einparteienregierung fast unmöglich, die Zweiparteienregierung eine knappe Sache und daher rückt auch von der Arithmetik her die Dreiparteienregierung logischerweise in den Vordergrund, in einer Art und Weise, wie das in den 50er, 60er, 70er und frühen 80er Jahren nicht der Fall war. Bleibt noch die Frage, wer könnte die SPÖ in eine nächste Nationalratswahl führen? Hans-Peter Droskozil, der burgenländische Landeshauptmann, sagt, diese Frage ist noch nicht geklärt. Und das antwortet Pamela Rendi-Wagner darauf im heutigen Sommergespräch. Natürlich ist sie. Also es ist Tradition in der Sozialdemokratie, dass der Vorsitzende, bis jetzt waren es ja nur Männer, auch der Spitzenkandidat der nächsten Wahl ist. Und so wird das auch diesmal sein. Daher meine Schlussfrage an alle. Wird Pamela Rendi-Wagner die SPÖ in die nächste Nationalratswahl führen, egal wann sie stattfindet? Ich gehe derzeit davon aus, also es ist immer schwierig in die Zukunft zu sehen, aber momentan hat sie absolut die Umfragewerte auf ihrer Seite. Also die SPÖ ist momentan bei 30% und das letzte Mal, wo sie ein Wahlergebnis um die 30% eingefahren hat, war im Jahr 2018, also vor 14 Jahren. Und ich glaube, solange die Umfrageergebnisse so sind, hat die SPÖ keinen Grund, eher im Gegenteil, sie auszutauschen. Frau Leitner? Das sehe ich auch so. Außerdem, wo sind die Alternativen? Der Herr Droskozil wird es wohl nicht machen. Wollen. Was sagen Sie? Ja. Also, Sie sagen ja und wollen Sie es auch? Ja. Ist Ihr Wunsch Bundeskanzlerin? Ich schätze Sie. Ich kenne Sie schon sehr lange aus der Zeit, bevor Sie in der Politik war. Ich habe Sie auch früher, wie Sie Wissenschaftlerin war, wirklich sehr hoch eingeschätzt. Und ich antworte einfach mit ja. Ich glaube, das wird der Herr Michael Ludwig entscheiden. Aber bei den derzeitigen Umfragen ja. Viermal ja, das hatten wir in manchen anderen Jahren schon anders. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren. Das war das vorletzte Sommer-Nachgespräch in dieser Saison. Einmal geht's noch, am kommenden Montag sprechen wir nach dem ORF-Sommergespräch mit ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer. Dann wird unter anderem die langjährige ÖVP-Ministerin und Generalsekretärin Maria Rauch-Kallert zu Gast sein. Ich sage für heute, danke fürs Zuschauen, einen schönen Abend noch und eine gute Nacht.